Hallo Leute, da bin ich wieder, Emre 70 am Start. So, dann schauen wir mal. Na, schaut doch nice aus, oder? Es ist wieder Sonntag und wir sind. Was? Ach, unser Hund sitzt in der Luft. Okay, Meko, alles klar. Wir waren. Ach ja, wir waren ja mit diesen zwei Haubentauchern hier unterwegs. Na, dann wollen wir mal. Warum muss ich los? Ja, genau, geht mal vor. Los, tötet alles. Ich muss mal wieder in die Ansicht, weil sonst wird das nichts. Ist da jemand? So. Nicht, oder? Was? Ich sehe überhaupt nichts. Stirb. Oh. Das war mein Hund. So, ich will erst mal gucken, was hier los ist. Ey, das war jetzt hier alles so. Beschädigtes Buch. Nee, das will ich nicht. Geht weg. So ein Müll nehmen wir nicht mit, ne? Aber hier gibt es sonst überhaupt nichts, oder? Ah doch, hier ist ein Trank. Gib mal her. So. War hier noch irgendwas? Zap, zap, Tarnung. Heilung ist immer gut. Heilung ist immer gut. So, dann wollen wir mal. Ja, was muss ich das wieder machen, oder? Faules Pack. Oh. Gib mal her. Oh. Und jetzt? Gib mir das Gold. Die Axt kannst du behalten. Sind sie jetzt weg, oder? Nee, sie stehen nutzlos da. Hey, das muss ich wieder machen. Ich habe Angst. Ich will Das nicht. ist unsere Stunde. Gartrick erwartet uns. Na super. Was habt ihr denn? Wir holen uns nur den Schatz und gehen. Gut, ich speichere, wenn du sagst, da. Jetzt ist irgendwas schiefgegangen. Habt ihr das gesehen? Mein Monitor war ganz grün. Kurzer Anfall von Schwäche hier, oder was? Ich bitte das zu entschuldigen. So, dann wollen wir mal. Ja, wenn der schon so. Das sieht nicht gut aus. Ich höre was. Ich höre was. Ich höre was. Ist Ein buckliger Magier. Stirb! Stirb! Und hörst du mich auf, umzuschmeißen? Kriegsherr. Meko, mach ihn fertig! Hör auf hier, Mech! Doofes! Ja, Er ist zu Ende! Ich sollte euch für eure Dummheit danken. Was? Ich wusste, dass das Mädchen nicht stark genug ist, um ihr dabei zu helfen, Gartrick zu töten. Jetzt brauche ich nur noch eins von euch. Damit ich seine Kraft vollständig in mich aufnehmen kann, benötige ich ein Blutopfer. Bist du bescheuert, Euer Echse? Blut dürfte gut genug sein. Es wird leichter für uns beide, wenn ihr euch nicht die Mühe macht, euch zu wehren. Du hast sie wohl nicht alle, du Echse! Verreck! Ey, ich bin fast tot! Oh Gott! Was ist denn das für ein Vieh? Dumme Echse! Echt! Erhöhe das mal. Und hier ein bisschen Heilung. Was für. Ey, man soll diesen Penner nicht glauben! Wo ist denn das Ding? Ich laufe erstmal schnell weg. Ich hab Angst. Wo ist denn der? Da unten ist die Eidechse. Komm her, du Blö. Oh, ey. Jetzt wäre ich echt sauer. Ey, der hat mehr Kraft als. Der ist stärker als der andere Idiot. Was geht's noch? Ich glaub, ich hab sie nicht alle. Wo ist denn der? Hier, du. Ja! Was? Was? Was denn jetzt noch? Was für ein Stress? Meko, geht's dir gut? Oh. Warte mal, ich könnte dich mal vielleicht heilen, dann. Heilende Hände, komm her. Vater hat den nie. Ich hielt ihn immer für überfürsorglich.
Ich würde ja gern weiter heilen. So, sieht gut aus. Okay. So. Was war denn das jetzt hier, ha? Vater hat Bem nie vertraut. Ich hielt ihn immer für überfürsorglich. Ah ja? Was machst du jetzt? Ich weiß nicht. Imja hat sich um mich gekümmert, seit ich ihm höchstens bis zum Knie ging. Ich muss mich ausruhen und dann werde ich wohl nach Hochfels zurückkehren. Geht ohne mich weiter. Ich glaube, ich muss eine Weile allein sein. Na gut, wenn du meinst. Boah, mir auch egal. Du dämliche Kröte hier, was ist denn was? Was geht denn hier ab? Gib mir mal das Buch hier. Brief an Benjam. Was? Diadem der Zerstörung. Das Gold gibst du mir auch. Ring der flinken Ficker. Taschendiebstahl. Du kleine Mistmade. Ey, was für... Was? Gib mal her das Buch hier und den Brief. Das lesen wir mal. So, Beschwörung. Ah, okay. So. Zeig mal her. Kann man das lesen? Na klar. Binja, wenn ihr meine Tochter beschützt, gewähre ich euch sowohl eure Freiheit als auch das verdammte Buch, das ihr so sehr haben wollt. Aber bei den Göttern, wenn ihr etwas geschieht, werde ich dafür sorgen, dass alle, mit denen ich Geschäfte mache, erfahren werden, was ihr in der Schwarzmarsch getan habt. Du bist doch so ein komischer Totenbeschwörer. Komm mal her hier, was hast denn du hier noch? Du hast auch noch... Leichnam wiederbeleben. Oh, Stahlpfeil. Schwarze Seelensteine, Gepär, Gold, Gepär. Die kannst du mir... Was schlepp ich denn jetzt den Scheiß mit? Na ja, gib mir das, dann kann unser Packesel das tragen, oder? Ich weiß, das ist gemein. Das Knochenmehl, das gibst du mir auch. Ey, Schnellheilung gibst du mir auch. Und den Pfeil gibst... Was ist denn hier oben für ein Stress? Ja, dann holen wir uns halt erst das Wort hier. Was für ein Aufstand. Zap, zap, zap. Ich sehe überhaupt nichts. Ich komme schon. Ich eile. Ja, gib mir mal alles. Eine neue Hand berührt mich. Oh, Scheiße. Hört mich. Hört mich an und gehorcht. Bist du bekloppt? Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen. Eine Dunkelheit, die ihr vernichten werdet. Bringt meinen Stern zum Berg Kilkreat zurück. Und ich werde euch zum Werkzeug meines läuternden Lichtes machen. Ich bin niemandes Werkzeug und gehorchen tue ich schon gleich gar nicht. Bist du doch ganz sauber. Was bist du überhaupt? Gib mir den Trank. Streitachs der Seelen. Gib mal her. Jetzt bist du bestimmt wieder überladen. Den Pelz kannst du behalten. Juhu! Hups! Ha, so. Diesen Schrei finde ich sehr nützlich. Da ist man mich kurze Zeit unverwundbar. Stärke. Lydia, ich glaube, du musst ein bisschen was schleppen. Wo bist denn du? Ich habe dich doch gerade gesehen. Hier, komm mal her. Bin immer noch da. Ja, komm mal her, hier. So. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Na dann mach mal. Hör mal gucken, was ich dir hier geben kann. Ich bin ja schon hier. Die komische Eisenaxt kannst du haben. Geben. Nein, diese Sachen gebe ich dir nicht. Diese Ebenerz, den Elfenbogen kannst du haben. Den Streit kannst du auch haben. Die komischen Pfeile kannst du alle haben. Das kannst du ausschleppen und das kannst du ausschleppen. Packesel. So, hier komischen Eisenschild und die Robe. Und den Eisenschild, was ich hier schon wieder für Mist dabei habe. Verdammt. Ring der flinken Finger. Dieser kleine, dreckige Dieb, oder? Hey, unglaublich. Stahlhelm der großen Schießkunst. Wow. Na, Lydia, trag mal. Da. Das Ziegenbein kannst du auch haben. So, mal gucken. Ne, die möchte ich erst lesen. Und was haben wir hier noch? Ja, das Leder noch. Und das kannst du noch nehmen. Meridias Stern. Ach, das ist doch hier irgend so eine, So eine Göttin da.
So ein Daedra-Zeug. Dient und gehorcht, da ich glaube, der Schwein pfeift. Ey, fiese alle drauf sind, oder? Ja, hier. So. Ihr geht vor, ich ja. folge. Ja, mach mal. So, hier noch. Kaum werde ich Müll los, packe ich schon wieder ein. Hey, diese kleine Ratte von Eidechse. Ja, Mädel, tut. Ach, du nimmst die Abkürzung. Kannst du mal sehen. Ah. Widerwärtiges Pack. Verräter. So. Hier ist noch ein Seelenstein, den nehmen wir mit. Ach ja, da oben. Raus hier aus der Hütte. Zap, zap, es ist voll dunkel. Kann ich mir aufregen über so Verräter. Da kommt mir die Galle hoch. Diese kleine dreckige Ratte. Achso, ich wollte die Zauberbücher noch lesen. Ja, ich will jetzt nicht aufsteigen. Ich will erstmal gucken, wo wir hier sind. Unglaublich. Kann ich mich gar nicht abreagieren. Dieses kleine Mistviech. So. Ah! Habe ich mich jetzt erschrocken? Oh Gott! Entschuldigt bitte. Das ist unheimlich. Ihr wart hinter mir. Ihr könnt nicht hier... Oh nee, ich kriege einen halben Herzinfarkt hier. Wo sind wir denn? Das schaut nett aus von oben. Da ist doch richtig geil, oder? Boah, seid ihr nicht ganz dicht, oder was? Ey, Wahnsinn. Ausdauer und Gold. So, kommen wir hier irgendwie wieder runter? Das sieht nicht gesund aus. Da oben ist ein Drache. Nein. Wir müssen mal... Wenn ich hier runterhüpfe, bin ich tot. Wo ist der Ausgang? Oh nee, jetzt echt? Was ist denn mit der anderen Seite? Wollen wir mal hier gucken. Da unten ist der Weg. Das überlebe ich nicht. Oh, schubst mich bloß nicht. Ja, ich würde gerne hier hoch. Mal kurz gucken. Nicht schubsen, Meko, ne? Da unten, das ist... Aber da ist schon irgendwie ein Weg, oder? Nicht schubsen, ich habe Angst. Ich speichere mal, Leute. Weiß der Geier, wo wir hier sind. Gibt's hier keinen Weg? Doch. Komm, hoppa. Hoppa. Naja, das sieht nicht besser aus, ne? Im Gegenteil. Ey, wo hupfen? Ey, wir laufen doch genau auf den Drachen zu, oder? Hallo? Ach, ich hab noch den blöden Heilzauber. Ah, das ist doch doof. Falsche Hand. Diese Hand. Und, Tadam, Feuerblitz. So, passt das? Ja, richtige Reihenfolge. Hallo? Wo sind wir hier? Ich weiß nicht, ob wir hier so richtig sind. Aber hier ist eine Truhe. Amulett von Kynaret. Steigert die Ausdauer. Oh, nicht schlecht. Was ist das? Ach, geh weg! Wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Hallo? Wer bist denn du? Okay, das war alles vorbei. Bis ich soweit war, war alles gegessen. Wer bist denn du? Lydia, hast du diese Rolle beschworen? Wow. Hey, der schaut cool aus. Sturmatronarch Lydia. Heidewitzka. Geiles Teil. Gib mal her. Ich war doch, hier habe ich geplündert. Und hier? Das Ding hat mich gestört.
Bessere Preise. Bessere Preise ist immer gut, oder? Ich weiß gar nicht, was wir hier oben machen. Ich habe mich verlaufen. Da ist auf alle Fälle irgendwo ein Drachenkopf. Wie komme ich denn wieder von dem blöden Berg runter? Verdammt mich! Hallo? Das sieht nicht gut aus. Was denn? Ich bin heute so schreckhaft, Leute. Ich komme von dem Berg nicht runter. Das kann jetzt wohl nicht wahr sein, oder? Ich gehe mal hier hingucken. Notfalls können wir ja schnell reisen. Hallo? Ich glaube, da unten sitzt der Drache. Da oben sitzt er. Seht ihr ihn? Bis ich da unten ankomme, bin ich tot. Ich muss mal, hier muss es doch irgendwie... Hier ist noch eine Ruine, aber die Ruine war doch... Wir wollten eigentlich diesen Magier-Quest machen, ne? Ich laufe hier schon wieder quer. Das ist doch das Schöne an Skyrim, dass man... Ja, immer mit der Ruhe. Ich versuche mal hier mich zu retten und runterzukommen. Ich weiß zwar nicht, wo ich lande, aber ist ja egal. Wir werden mal diesen Bergabstieg noch machen und beim nächsten Mal dann uns weiter auf die Reise machen. Hallo? Oh. Seht ihr irgendwo unten einen Weg? Ich sehe nichts, oder? Doch, das ist ein Weg. Das sieht gut aus. Wir hüpfen jetzt mal todesmutig hier runter. Habe ich gespeichert? Hui! Ja. Au! Aber das hier sieht gut aus. Oder? Ich weiß nicht. Mal ganz langsam, 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 langsam. Nur keinen Stress. Einmal quer, fällt ein, fällt aus. Da unten läuft irgendwas. Da bin ich doch gleich hinüber. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ein bisschen sanfteren Abstieg. Hopp. So. So. Wo sind wir denn? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wir sind doch wieder an diesem komischen See, oder? Ups. Ha. So. Geschafft. Und wir leben noch. So. Verlorene Höhle. Was denn jetzt? Bist du ganz jeck hier? Genau, hau ihm in die Schnauze. Habt ihr das gesehen? So bist du denn noch ganz... Also, weißt du. Also... Ich würde mal sagen, mit diesem Tritt in die... mit diesem Tritt verabschieden wir uns. Die hatten wir schon markiert, ne? Genau. Da haben wir gesagt, da gehen wir mal ein anderes Mal hin. Hier klappert irgendwas. Irgendwelche Knochen. Gott! Nee, nee, nee. Was für eine Action. Na gut, dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und dann am nächsten Sonntag geht's weiter. Die liegen immer noch tot rum. Wo sind eigentlich meine Leute? Erst erschrecken sie mich zu Tode und dann sind sie nicht da. So, ne? Mit meiner Hübschen hier. Danke fürs Zuschauen. Eure Emeril70. Bye, bye.